Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Durango Wildlands. Ja, ich schwinge ein bisschen meine Hüften. Irgendwie kann man hier ein paar Emotes machen. Solche Applaus. Leider kann man nicht. Du hast eine Freundschaftsanfrage von. Alles klar. Trommelwirbeltanz. Okay, haben wir nicht gesehen. Schneidersitz. Alles klar. Halbruhend. Er kann alles machen. Okay. Dann, was ich letztens bemerkt habe, es gibt einen Fotomodus. Hier kann man irgendwie fotografieren. Warte mal, ich mach mal jetzt. Okay, ich habe einen Screenshot gemacht. Okay, warte mal. Kann man hier ranzoomen? Das war eigentlich ziemlich nice, wenn man das könnte. Oh, warte mal. Sehe ich es jetzt? Kann ich jetzt mal sehen? Wow. Aber kann man irgendwie ranzoomen, wenn man ein Foto macht? Das wäre cool. Gruppeneinladung will ich jetzt gerade nicht, weil ich nehme natürlich auf. Was bist du? Nass, du bist komplett durchnässt und deine Körpertemperatur sinkt. Was? In heißen Gebieten. Alles klar, also müssen wir uns trocknen. Ach, ist der nicht süß? Das, so ein Foto will ich jetzt haben. Okay, aber wir müssen als erstes zum Floß. Zu den können wir... Ja, ich komme gleich wieder, okay? So, wir gehen mal kurz hier oben hin. Ich habe in den Kommentaren gelesen, einige von euch spielen es auch. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ein bisschen mehr Optimismus. Optimismus kann nicht schaden. Ja, aber... Warte, da unten ist sie. Ich erkenne sie doch. So, was ist los? Sprechen. Wie kommst du mit deinem neuen Zuhause zurecht? Denk einfach dran, echte Pioniere geben niemals auf, egal wie furchtbar ihr Warpan... Warp-Ankunft. Stimmt, da war ja was. War. Okay, wir werden diese Insel verlassen, sobald wir den Floß fertiggestellt haben. Dir scheint es ja schon viel besser zu gehen. Willst du uns beim Sammeln von Materialien helfen? Mache ich doch ziemlich gerne. Tipp auf das Floß, um zu sehen... Okay, wir tippen mal drauf. Baumstämme und Schilfrohr. Beim See dort drüben solltest du... Okay. Material platzieren. Alles klar. Okay, hier ist gerade viel zu viel. Okay, wir müssen hier jetzt weg. Du brauchst deine Axt und... No way. Ich dachte, mein Messer. Aber dafür brauchst du erst eine Klinge, aus der du dann... Okay, haben wir nicht die Klinge? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du die Steinklinge hergestellt hast? Ja. Fertige doch noch eine an und verwende sie als... Okay, warte mal. Wo finden wir denn jetzt... Wir brauchen ja als erstes erstmal diese Steine. Wo finden wir diese Steine? Die müssen wir jetzt ja rechts finden. Sonst würde das ja kein... Da, Kieselsteine. Okay, 5 Stück. Ich hatte ja Tipps schon mal durchgelesen. Ich habe gelesen, wenn ich jetzt davon, da steht ja eine 5. Woher sehe ich, wie viel ich einsammeln kann? So, warte mal. Hier können wir jetzt ran, jetzt dabei herstellen. Alter, da muss ich erstmal drauf kommen. Okay, in Ark, sage ich mal, muss man auch erstmal drauf kommen, wie alles funktioniert. So, Steinklinge ist hergestellt. Die Klinge ist wichtig, aber was wäre eine Axt ohne Griff? Die lassen sich Gott sei Dank ziemlich leicht anfertigen. Schau dich nach einem brauchbaren... Ja, natürlich. Warte mal, wo ist hier ein Ast? Ach da, Federbaum. Oh Gott, Wurzel, Ast, Blatt, Federfrucht. Okay, gehen wir mal auf Ast. Jetzt musst du die Klinge und den Griff nur noch zusammenschnüren. Das Schilfrohr, ja, okay. Wo finden wir das Schilfrohr? Da, Schilf. So, Stängel. Abreißen bitte. Wie viele brauche ich? Gar nur ein? Esse Schilfrohr, Kieselsteine und Früchte. Durango steckt voller wichtiger Rohstoffe. Sehe ich. Doch damit ein Gegenstand sein volles Potenzial entfalten kann, musst du zuerst seine Attribute verstehen. Welche Gegenstände haben das Attribut Stock? Ja, ich würde sagen Ast, oder? Äste können beispielsweise als Stöcker genutzt werden. Okay. Ja, guck mal, man muss eigentlich nur logisch denken. Die Attribute eines Gegenstands kannst du in der Tasche anschauen. Du hast alles, was du benötigst, um eine improvisierte Einhandaxt herzustellen. Alles klar, okay, da müssen wir jetzt hier wieder drauf herstellen. Waffe, improvisierte Einhandachs. Herstellen bitte. Einmal da drauf. Automatisch auffüllen. Ach, guck mal. Okay, das ist geil gemacht. Automatisches Auffüllen ist immer geil. Anstatt es einzeln reinzuziehen. Hier sind doch bestimmt ein paar Bäume oder Fälle. Ja, mach ich. Wir brauchen ja ein paar. So. Ich weiß, das ist alles ganz schön verwirrend, aber konzentriere dich erstmal auf eine Aufgabe nach der anderen. Okay, werde ich auf jeden Fall machen. Okay, so, das machen wir weg. Gruppeneinladung brauche ich nicht. Okay, warum habe ich hier 31 Sachen? Alter, ihr habt mir Gruppenanfragen geschickt oder was? Oder was ist das? Kirito! Hi! Ja. Hajo! Okay. Ja, da irgendwie gibt's hier wohl einige Sachen. Also ich antworte da jetzt einfach mal. Hier habe ich gerade gesehen, einen Gruppenchat mit 4 Leuten. Habe ich doch gar... Was?
Ja, okay, sehr verwirrend. Okay, wir müssen jetzt hoch, wir müssen jetzt einen Baumstamm erstmal fällen. Wir brauchen jetzt einen Holzstamm. Ich weiß gar nicht, 4 Stück brauchen wir? Okay, warte mal, ich mache jetzt mehrmals als 3. Das bedeutet, fällt er? Okay, er steht noch dort. Wenn ich jetzt noch einmal draufklicke, Stufenanstiege, Fähigkeit, okay. Man verdient also auch ein paar Level dadurch. So, was muss ich da drunten machen? Achso, jetzt brauchen wir Schilfrohre. Ja, ich würde mal sagen, dann... Ich mach das mal ganz kurz. So, nehmen wir noch meinen letzten Stängel mit. So, was brauchen wir jetzt noch? Füge dem Fluss Baumstämme hinzu und dann Dings. Ja, aber warte mal, gucke mal. Gucke mal. Ich will da doch noch nicht weg. Die wunderschöne Insel hier. Schaut euch das mal... Ich weiß gar nicht, was für ein Dino ist das? Weiß das jemand? Auf jeden Fall ab in den Kommentaren damit. Ist es so ein Edmundosaurus? Aber er hat doch eine Ähnlichkeit mit einem Para, aber er hat lange Arme. Ja, ja, Koloige. Mecker mich nicht an. So, was haben wir denn noch hier? Ich hätte es übelst cool gefunden in diesem Spiel, wenn man ranzoomen könnte und weiter wegzoomen könnte. Das wäre übelst geil. Oder gibt es dafür Tasten? Och Mann, wie geil ist das denn? Da würde ich jetzt am liebsten auch gerne schwimmen gehen. Fische? Dann kann man hier also auch angeln gehen. Ach, oben rechts sehe ich jetzt, da ist eine Karte. Oh, guck mal, man kann das hier... Ah, man kann das also hier verstecken. Was haben wir hier? Eine geheime Basis? Warte mal. Das ist der Zug. Aber wir können da nicht mehr rein, oder? Nee, anscheinend nicht. Oh, hier ist noch einer. Hi. Da ist noch einer. Hallo. Gut, gut. Ich versuche mal ganz kurz da reinzugehen, aber ich glaube, hier gibt es keine Möglichkeit. Nee, anscheinend nicht. Nee. Schade, 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 schade. Okay, auf. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch zu... Ich weiß nicht mehr ihren Namen. Wir nennen sie Babe. Hi, Babe. Ich bin da. So, warte mal. Okay, Kollege. So, Material platzieren. Automatisch auffüllen. Übelst geil. Material platzieren. Bitte, bitte, bitte. Ihr habt alle tolle Arbeit geleistet. Jetzt aber rauf aufs Floß und ab zur sicheren Zuflucht. Konzentrier dich. Denk einfach nur daran, wie du auf der nächsten Insel überleben wirst. Oh Gott, bitte nicht alleine. Die Nachzügler überlasse ich dir, Charlie. Und pass auf, dass niemand verletzt wird, okay? Sie? Sie ist aber noch zu jung. Oh Gott. Oh, was ist das denn? Okay, ich sehe gerade, es gibt mehrere Biome. Schau dir am Material, um zu erfahren, wofür es genutzt wird. Alles klar. Überlebensratgeber. Gegenstände und Konstruktionen haben nur eine begrenzte Haltbarkeit. Ei. Okay. Sichere Zuflucht Nummer 9. Tropenwald. Okay. Neuer Rekrut. Alles klar. Insel mit sicherer Zuflucht. Schließe die Mission von Kay ab. Kay hieß sie, genau. So war ihr Name. Alles klar, du bist bei der sicheren Zuflucht der Firma angelangt. Kay erkundet bereits die Insel. Kay, ich bin Charlie, die Luft ist rein. Viel Glück bei der Rettungsmission. Und ich weiß, ich habe schon 1000 Mal gesagt, aber denk dran, immer positiv denken. Ja, ich werde es nicht vergessen. Danke für die Bestätigung, Charlie. Tut mir leid, dass ich dich mit in die Angelegenheiten der Firma reingezogen habe. Oh, und du, bist du noch dran? Du bist doch ein bisschen zu unerfahren für eine friedliche Insel. Also, starten wir hier. Die Firma nennt diesen Ort die sichere Zuflucht. Kay hat was von friedlichen Inseln erzählt. Die friedlichen Inseln sind stabiler als die meisten anderen Inseln, deshalb entscheiden sich viele Menschen dort zu leben. Ah, man kann sich dort ein echtes Leben aufbauen. Wir nennen das dann Gebiet. Aha. Kannst du fürs Erste einfach zum Camp kommen? Oh, aber ich sollte dich warnen, bevor ich vergesse. Hier gibt es eine Menge gefährliche Kreaturen. Dinos? Oh, und Menschen, du brauchst Waffen. Sonst überlebst du hier keine Sekunde. 1, 2. Guck mal, ich habe überlebt. Alter, ich bin Survival-Künstler. Oh, warte mal, das Schiff teleportiert sich? Was war das? Keine Ahnung, was das war. Charakter. Charakter? Das hier? Ausrüsten? Oder warte mal, muss ich es jetzt ranziehen? Ach, hier, ausrüsten. Ah, guck mal, hier. Nice, X. So, warte mal, ich habe ja alles bei mir auf eine Tastatur gelegt. Das will ich gleich mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Zum Beispiel, dass ich jetzt meine erste Attacke da machen kann, meine zweite Attacke und. So, wo sind wir denn hier? Oh, wir sind da. Kennst du die Zentralorte des Geschehens? Auf den meisten Inseln, hier ist eigentlich immer etwas los. Hör mir jetzt gut zu, ich erzähle dir gleich alles über die Camps. Beginnen wir mit der Kommunikationsanlage. Dort kannst du dich orientieren. Ja, warte mal ganz kurz. Okay, wir müssen zum Ablageplatz, meinte sie. Ja, guck mal, habe ich gefunden. Wenn du etwas für jemanden besorgst, musst du es zum Ablageplatz bringen. Überlebende oder Vorbereitungen auf eine friedliche Insel zu schicken, kann auf Durango einer Todesstrafe gleichkommen. Was?
Du wirst dir viele Fähigkeiten aneignen müssen, damit du länger als ein oder zwei Tage überlebst. Übung macht den Meister, nicht wahr? Und eine Mission sind die besten Übungen für dich. Hört sich doch gut an, oder? So, Kommunikationsanlage soll ich hin. Wo ist jetzt die Kommunikation? Hier kann ich rein? Mission annehmen? Ach, ich darf noch nicht mal reinkommen. Kompos... Oh, warte mal, das sind Kompis. So, manchmal muss man auf Durango sein Essen auch selber jagen. Oh, mach mal sofort. Okay, einen Kompi hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, kleine grüne Dinosaurier, die haben jedenfalls mehr Fleisch auf der Rippe, als man denken würde. Begib dich zu einem markierten Bereich im Westen, um ein paar zu jagen und bring Fleisch zurück. Mach ich natürlich. Alles klar, wir haben unsere erste Mission. Und die erste Mission ist, wir müssen Dinos töten. Eigentlich ziemlich eine große Sünde. Hau den Luca. Ach, come on. Lass mich doch ein bisschen spielen. So, alles klar. Erste Mission, Dinos töten. Wir sind auf der Insel Ich wollte gerade sagen, ich kann da nicht hin. Wir sind angekommen und sollen sofort Dinos töten. Neues Tier entdeckt? Wo? Doch, da unten. Sind das Kompis? Der scheint sehr groß zu... Oh, warte mal. Was? Man wird reingezogen vom Wasser? What the hell? Wie weit ist das Spiel bitte? Obwohl es jetzt nur ein Handygame ist. So, okay. Angriff. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich jetzt ausweichen? Mit Leertaste oder so weiter? Okay, es funktioniert nicht. Also muss ich alles mit diesen Dingern hier unten machen. Nice, easy gekillt. So, Fleisch. Es tut mir leid, Kleiner. Jetzt will ich aber kurz... Ein Stück Fleisch war dran. Ich habe gedacht, die haben gesagt, viel Fleisch war dran. Die lügen aber. Aus dem Krater sind leid... No! Warum heult ihr? Oder warum geht's euch so schlecht? Bananenbaumwald? Finde einen wichtigen Ort und vergiss deine Erschöpfung. Aha. Ist das ein Vulkan? Krater. Aber im Krater können wir nichts tun. Begib dich zur Zielregion. Aber warte, hier, guck mal. Warte, hier. Kann ich kämpfen? Angriff. Komm mal, let's go, let's go. Ich will sehen, wie du sie klatscht. Oh Gott, greifen mich jetzt alle an? Alter, das wäre es jetzt gewesen, oder? So, warte mal, Rolle machen. Ausweichen, Kollege. Angriff. Komm mal, nice, easy peasy, man. Wie viele Fleischstücke brauchen wir denn? Ich glaube, wir sind schon fertig. Schlachten, Stufe 3. Guck mal, er freut sich, weißt du? Und nebenan sind die ganzen Dinos. Und die denken nur so, Alter, du hast unseren Freund getötet. Oder Familienmitglied. So, warte mal, Foto machen. Schade, so würde ich es geil finden, wenn ich so rauszoomen könnte. Und wenn ich näher reinzoomen könnte. Das wäre übelst nice. Das wäre doch was für die Zukunft. Okay, wir... Komm, bevor sie kotzen, sie sehen mich halt gerade. Deswegen haut auch ihren Emote da über in ihren Kopf. Ne, ich will ja nicht, dass sie kotzen, ne? Irgendwas scheint hier jetzt zu sein. Noch mehr. Hier, wir haben einen Dollar gefunden. Da wollte ich nicht hin. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, so etwas zu tun. Gut gemacht. Und ich meine das auch so. Dankeschön. Es ist zwar möglich, auf Durango zu überleben, ohne selbst zu jagen, aber es schadet nie vor... Das stimmt. Möchtest du zum Lager zurückkehren? Da kann man jetzt... Und zum Camp. Nö, kann ich gleich. Ich will die Insel erkunden. Ich will, let's go, let's go. Hier, ich will mehr... Okay, das sind auch wieder Kompis. Was haben wir denn noch hier? Kompis. Raptoren. Rexe. Wo seid ihr? Warte mal, Tropen. Was könnte hier... Doch, die Raptoren könnten hier sein. Ach, komm mal, hier sieht man es. Fange Tiere. Du kannst selbst ein Tier in der Wildnis fangen oder eins von anderen Pionieren erhalten. Okay, das sieht dann dementsprechend so. Entweder es liebt mich... Oder ich krieg's geschenkt oder ich kauf's mir. Lerne, wie man ein Tier zähmt. Gezähmte Tiere haben Ringe S, A, B und C. Wenn du ein Tier nicht zähmen konntest, flieht es wieder in die Wildnis. Oh Gott, ich hoffe nicht. Baue Bindung zu Tieren auf. Ah, das ist cool. Wenn du eine Bindung zu einem Tier aufbaust, kannst du es herbeirufen, damit es dich begleitet. Erkunde die Wildnis mit deinen neuen Verbündeten. Ey, das ist aber cool. Das ist, man muss wirklich eine Bindung aufbauen. Nicht wie in Ark. Du schießt es ab, tötest es fast und es gehört dann dir, weißt du? Trainiere Tiere. Durch die gemeinsame Erkundung wächst dein Tier und lernt neue Attribute. Du kannst es aber auch im Gehege halten und dort aufziehen. Noch besser. Personalisiere dein Tier mit Attributen. Tiere entdecken neue Attribute, wenn sie eine bestimmte Stufe erreichen. Passe deinen tierischen Begleiter mit diesen Attributen an deine Vorstellungen an. Guck mal, der hat eine Leine. Aha.
Die letzte Stufe des Tiertrainings, Sonderverhaltene. Erreiche mit deinem Tier die Maximalstufe, um sein Sonderverhalten zu entdecken. Ein einzigartiger Effekt, den nur dieses Tier besitzt. Guck mal, der macht bestimmt Sitz. Würde ich jetzt mal... Oder hier ist Schutz, defensiv und hier ist aggressiv. Cool. Ich glaube, wir machen erstmal die Mission weiter. Dann, ich glaube, wir kommen dann ganz selbst zum Raptoren. Alter, bin ich tot? Sah ich so aus? Ach, guck mal, ich bin gerade halt dabei, die nächste Mission anzunehmen. Die nennen sich die Durangonias. Wer von euch ist ein Durangonias? Aha. Okay, Freunde, das ist Dr. Lamar. Er bringt uns jetzt irgendwelche technischen Sachen bei, wegen Funk und so weiter. Also, mal gucken, was er noch zu sagen hat. Okay, er will uns jetzt irgendwas wegen das Tackling erzählen. Mal schauen, was es ist. Was ist es? So, mal sehen. Da unten, Fähigkeiten. So, Nahkampf, Fähigkeit auswählen. Was kann man denn hier alles machen? Was? Ah, Tackling. Ach, wie ein... Okay, stoße Gegner um, indem du sie in den Körper rammst. Hätte man noch selbst drauf kommen können. Guck mal, Fausthage kann ich machen. Ich kann One-Punch-Man machen. Okay, so. Jetzt will sie wieder irgendwas erklären. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Also, die reden sehr viel hier ein bisschen. Aber ist cool. Ja, Mission annehmen. Jagd auf feige Raptoren. Annehmen. Ich glaube, so feige sitze ich. Es mag dir vielleicht so vorkommen, als gäbe es hier genug zu essen. Aber Tatsache ist, dass es hier viel zu viele Raubtiere und zu wenig Beute gibt. Du musst die Feiger-Raptor-Population dezimieren. Okay. Also bedeutet das wirklich etwas... Okay, wir sollen Knochen mitbringen. Machen wir. Ah, bitte... Okay, wir müssen zum markierten Bereich. Machen wir... Ist das ein Haustier? Hi. Nein, nicht angreifen, komm. Sünde. Das will ich jetzt... Alter! Neues Tier entdeckt. Wir haben hier einen Raptor, aber einer, der Federn hat. Das sind also die richtigen. Hey, Kleiner, wo willst du hin? Kann ich dich jetzt nicht schon zähmen? Ich will dich gern haben. Warte mal. Okay, pass auf, Kollege. So, Stufe 6 hat er. Oh, oh. Okay, warte. Hinterher. Tackle. Okay, ausweichen, bitte. Er wird angreifen. So, Angriff. Nice, gut gemacht. Und noch einmal. Geilo. Okay, warte mal. Wir sollten Knochen mitbringen. Ah, ich bringe ein bisschen Fleisch mit. Aus dem Krater sind leise... Hier ist wieder ein Krater? Na, aber hallo. Und tackeln. Bam, Junge. Holy shit, ist der geflogen. Guck mal, sein Emote an. Er war voll überrascht. Er wusste gar nicht, was auf ihn zukommt. So, ausweichen. Ja, war leider ein Ticken zu spät. Aber ich krieg sehr wenig Energie ab. Das ist schon mal gut. Kann ich... Ah, hier, Knochen. Beinknochen können wir ihn rausnehmen. Nehmen wir noch einen zweiten Knochen mit raus. So, und Fleisch nehmen wir auch noch am besten alles mit. Weil sie hätte gesagt, man muss hier überleben. Kollege. Warte mal, kann ich den auch noch? Ja, guck mal, der hat drei Stücke vom Fleisch noch. Nehmen wir doch auch alles mit. Guck mal, wir kriegen ja hier unten Erfahrungspunkte deswegen. Alles klar. Gegen einen Raptor will ich aber noch kämpfen, okay? Eier. Das sind Eier. Wir können die Eier klauen. No way. Aber wir nehmen nicht alle mit. Weil ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Freunde, muss hier unten in den Kommentaren reinschreiben, wenn ich jetzt, ich sag mal, diese Palme hier komplett abbauen sollte. Guck, pass auf, wir gehen jetzt mal hier, großes Blatt nehmen wir mit. Jetzt sind nur noch 6. Wenn ich es stehen lasse, regeneriert es nach einer Zeit nach oder passiert da irgendwie gar nichts? Weil das wäre wirklich gut zu wissen. Sind hier auch noch mal Eier? Hier, da, Eier. Nehme ich natürlich auch wieder mit. Wenn sie schon kostenlos da sind, Alter, gibt's Spiegelei. Ich würde es natürlich nicht tun in Real Life, weil das wäre eine ziemlich große Sünde. Aber die Na, wer versteckt sich denn da? Komm, nochmal, zack. Einmal ran, bitte. Einmal Angriff, bitte. Oh, da hätte ich ausweichen müssen. Ah, warte mal, ich habe noch nie drauf geachtet, da dieses Spider-Man-Symbol. Da muss ich doch auch langsam mal drauf achten. Stimmt, eben gerade war das so komplett orange. Das bedeutet ja, dass ich ausweichen muss. Denke ich jetzt mal. Feige Raptoren, es tut mir leid, aber ihr seid echt feige. Die greifen erst nur an, wenn ich sie angreife. Nicht so cool. Aber ich denke mal, in Zukunft kommen noch genug Viecher, die uns auch angreifen werden. So, ich habe fertig gemacht. Die Firma. Automatisch auffüllen natürlich und einfügen. Dankeschön. Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Es befindet sich in Richtung Norden, um weit vom Camp entfernt. Wenn du mein Gebiet siehst, dann bewegst du dich in die richtige Richtung. Okay, Freunde. Aber ich würde sagen, bevor wir uns das natürlich anschauen,
würde ich schon mal sagen, das war's vom Video wieder. Ich hoffe, es hat euch weiterhin gefallen. Wie gesagt, falls ihr es noch weiterhin sehen möchtet, lasst auf jeden Fall ein Like da oder schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, soll ich es wirklich weiterführen? Weil es kommt ja darauf an, wie ist die Resonanz von euch. Wenn sie natürlich gut ist, kann ich von mir aus gerne weitermachen. Mir gefällt das Spiel. Ich will wissen, was am Ende passiert. Aber das sehen wir dann natürlich zusammen, falls ihr es sehen wollt. Auf jeden Fall war es vom Video. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.